Hallo meine lieben Freunde, zurück bei Let's Play Pokémon Silber 1.2 Kanto Region. Und wir waren das letzte Mal stehen geblieben, waren hier in Azuria City. Aber nun, jetzt kommt's, werden wir eine andere Richtung einschlagen müssen, da wir Misty momentan nicht finden. Und von daher werde ich jetzt nach Fuchsania City reisen und hoffen, dass das einigermaßen funktioniert, denn wenn der Fahrradweg frei ist, was ich hoffe, dass das ist, können wir schön nach Fuchsania. So, Moment, gibt es da oben noch irgendwas, bevor ich jetzt hier... du kannst jetzt Zerschneider einsetzen. Möchtest du Zerschneider einsetzen? Ja klar, Harald setzt Zerschneider ein. Dankeschön. So, ja, es ist schon länger her natürlich, dass ich das letzte Mal gespielt habe. So, am Ende des Radwegs ist Fuchsania City. Ah, dankeschön. Naja, wie gesagt, es hat nicht länger gedauert, dass wieder ein Part hochgekommen ist, weil ich war im Kurzurlaub von 4 Tagen. Von daher seid mir nicht böse, dass ich jetzt erst weitermachen kann. Aber so eine kleine Schöpferpause braucht doch jeder mal. So, ab auf den Radweg und jetzt geht's rund. So, weiterfahren bitte. Rüber und oh, gleich ein Kampf, yeah. Hey, wie wäre es mit einem Schnellkampf? Na klar, ein Schnellkampf, da bin ich dabei. Der Biker Hector möchte kämpfen und schickt ein Smogon in den Kampf. Naja, auf Level 28 nicht gerade stark. Von daher setzen wir unser Paul ein und setzen Flammengrad ein. Das dürfte eigentlich Smogon hinüber machen. Und ja. So. Smogon besiegt. Sehr fein. Gut. Paul erhält 684 Erfahrungspunkte. Als nächstes wird ein Magma eingesetzt. Da werden wir doch klar das Pokémon wechseln und werden mal Harald in den Kampf schicken. Gegen Magma, ein Feuer-Pokémon, auf Level 30. Unser Harald ist auf Level 47 und setzt Blubstrahl ein. Und das sollte eigentlich gegen Magma sehr effektiv sein. Sollte es eigentlich lieber machen. Aber mal langsam mit den Jungfern. Ja, hat geklappt, sehr effektiv. Und Harald erhält 1072 Erfahrungspunkte. Als nächstes kommt Smogmog in den Kampf. Wir wechseln das Pokémon mal nicht und behalten Harald. Denn dieser hat mit seinem Blubstrahl eigentlich nichts zu verlieren und war ziemlich stark, ne? Ja. Zelda kommt dann wahrscheinlich morgen oder übermorgen wieder der nächste Part. Weil ich noch nicht ganz genau weiß, wie ich momentan die Zeit dazu habe, die Let's Plays zu machen, dummerweise. Ist wirklich momentan so. Ich habe momentan wenig Zeit, da ich viele Bewerbungen raushaue und dadurch auch viel Probearbeiten habe und alles drum und dran. Deswegen wird sich zeigen, wie die Parts hochkommen. Oh, und Mama ruft an. Mama, hi Sebi, wie geht's dir? Ich habe am Ankommen hinter dieses Thema gefunden und habe es dir in Degotti. Ah, das hat sie wieder von meinem Geld. Von meinem Geld. Wieder Sachen gekauft, die sowas von unnötig sind wahrscheinlich wieder. Naja, gehen weiter, wir sind gleich durch. Da wartet scheinbar noch einer und zack, wir sind durch. Juhu! Yeah, wir sind in... okay, da ist noch einer. Der Radweg ist eine schnelle Abkürzung nach Prismania City. Ja, aber ich wollte nach Fuchsania, nicht nach Prismania, aber... naja, der Vogelfänger Egon schickt Noctu in den Kampf. Boah, geiles Pokémon, ich habe auch eins, Digga. wir schicken Paul in den Kampf. Der macht mit seinem Donnerschlag dieses Noctu zu... Hähnchen. Grillhähnchen, lecker. Naja, wie auch immer. Attacke ist sehr effektiv. Wir haben Noctu besiegt und erhalten 1179 Erfahrungspunkte. Ja, dieser Part geht heute auch wieder nur 10 Minuten, nicht so wie der letzte, da ging ja länger. Aber dieser Part geht wirklich wieder nur die gewisse Zeit von 10 Minuten. Der letzte ging ja 21 oder 23 Minuten ungefähr und ja, das mache ich aber diesmal nicht. So, hier ist die Arena, wo wir rein wollen. Auf vorher gehen wir ins Pokémon Center und heilen unsere Pokémon. Guten Tag, willkommen im Pokémon Center. Wir heilen, machen deine Pokémon wieder fit. Okay, wir benötigen deine Pokémon. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Machen wir doch glatt irgendwann wieder, wenn wir diesen Arena-Kampf vielleicht jetzt in diesem Part noch komplett schaffen. Ah, das war der. Jetzt müssen wir erstmal gucken.
Gucken wir mal. Ich muss erstmal rausfinden, welche von denen die richtige ist. Geht aber mal zu der. Zack. Hehehe. Ich bin Janina, die Arena-Leiterin. Bin ich doch nicht! Reingefallen, Blödmann. Ah, das war die Arena, wo wir gucken müssen, wer von denen jetzt wirklich die Arena-Leiterin ist. Denn alle sind verkleidet als Arena-Leiterin, nur die wirklich richtige wird sich uns offenbaren. Von daher müssen wir jetzt ein paar Kämpfe machen, leider, und durchrattern hier. Von daher, Flammenwurf und bitte Duflor hinüber machen, wäre ich sehr zufrieden damit. Ja. Gut, Duflor wurde besiegt, wir halten 847 Erfahrungspunkte. Also wie gesagt, Zelda wird in den nächsten 2 Tagen etwa online kommen. Ungefähr würde ich sagen. Pokémon dann auch erst wieder in 3 Tagen. Ungefähr, vielleicht schaffe ich es morgen auch schon, Zelda wieder hochzuladen. Es kommt drauf an, wie ich nun mal, wie gesagt, die Zeit dazu habe. Aber ihr werdet es merken und seid mir wirklich nicht böse, wenn es mal ein bisschen länger dauert jetzt in nächster Zeit, dass die Parts hochkommen. Kann ich leider nichts dagegen machen, weil ich momentan sehr viel Termin habe. Dazu muss ich noch zum Zahnarzt, was ich gar nicht gern mache. Aber naja, da müssen wir halt auch hin, Leute, ne? So, und immer schön an die kleinen Kinder jetzt hier gerichtet. Immer schön zum Zahnarzt gehen, sonst habt ihr schlechte Zähne irgendwann. Und immer schön die Zähne putzen. Sonst, ja. Gut, Duflor wurde besiegt und wir halten 847 Erfahrungspunkte und Göre Gabriele wurde besiegt. Ich hab dich reingelegt. Na, klasse. So, jetzt können wir nach der echten weitersuchen. Bist du die echte? Hey, es tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen. Ich mach nur einen Witz. Jetzt geht's rund. Ich bin Janina, Arena-Leiterin von Fuxania City. Yay, gleich mit dem zweiten Kampf haben wir sie entdeckt, die Arena-Leiterin Janina. Oder Jasmina? Janina, genau. Und Janina hat ziemlich viel Pokémon, X-Bat. Da setze ich doch glatt einen Donnerschlag ein, würde ich sagen. Attacke! Zack, bam! Und ja, X-Bat dürfte damit hinüber sein. Ja, die Attacke ist sehr effektiv. X-Bat wurde besiegt. Wir halten 1573 Erfahrungspunkte. Als nächstes kommt ein Smogmog in den Kampf. Wir werden das Pokémon nicht wechseln, denn Paul ist wie immer total immer und macht alles hinüber. Flammenwurf auf Smogmog bitte. Ja, der Part ist leider in 2-3 Minuten auch schon wieder vorbei. Schade, schon wieder ein Part vorbei. Naja, was soll man machen? So, wir halten 1333 Erfahrungspunkte, sind kurz vor Level 63. Jetzt kommt wieder ein Smogmog. Wir bleiben doch glatt bei Paul, der macht alles immer fertig. So, Flammenwurf und Attack, please. Smogmog dürfte eigentlich auch besiegt sein jetzt. Ja, Smogmog ist besiegt, ein Volltreffer. Und wir halten wieder 1333 Erfahrungspunkte und erreichen Level 63. Sehr fein. Als nächstes kommt ein Ariados in den Kampf. Wir bleiben glatt bei Paul, denn Ariados gehört zum Käfertyp. Und Käfer vertragen Feuer nicht so gut. Von daher bleiben wir doch kurz bei Paul, unser mächtiges Pokémon. Das eigentlich nur gegen eine Art von Pokémon leichte Probleme haben dürfte. Und das sind Gesteins-Pokémon. Das heißt, wenn wir gegen Rocco kämpfen, dürften wir mindestens ein bisschen Probleme dazu bekommen. Weil aber dann werde ich wahrscheinlich mit Noab oder mit Harald kämpfen, weil das sind ja meine zwei Wasser-Pokémon, die ich dabei habe. Und die dürfen es eigentlich locker und lässig über die Bühne schaukeln. Diese Attacke war nicht effektiv, hat aber viel gebracht. Und wir erhalten 1152 Erfahrungspunkte und haben Leiterin Janina besiegt. Du bist recht stark. Ein klarer Sieg für dich. Nimm jetzt den Seelenorden. Klar, danke. Bin ich sehr zufrieden. Wir erhalten den Seelenorden. Gut. Janina, du bist so stark, ich habe ein Geschenk für dich. Es ist Toxin, ein sehr starkes Gift, das dem Opfer ständig KP entzieht. Wir erhalten also Toxin TM Nummer 6. Wir stecken es in die Itemtasche und... Sehr gut. Ich möchte meinen Vater und dich übertreffen. Ja, dein Vater, den kennen wir ja. Wenn ihr nicht genau wisst, wer das denn nochmal war, kann es euch doch glatt noch sagen. Der liebe Kerl, den wir in der Pokémon-Liga besiegt haben. Wenn ihr euch an Koka erinnert,
Das ist der Vater von Janina. Und den haben wir ja schon besiegt. So, und genau hier werde ich jetzt auch den Part beenden. Im nächsten Part werden wir uns zur Zinnoberinsel aufmachen. Zum nächsten Arena-Kampf. Und von daher, bleibt mir gewogen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Sebi. Ciao.